Das Petermännchen. Der Fluch. Eine Produktion des Hörverlages Rasmus. Der Pinsel zieht einen leichten Strich und berührt mit seinen öldurchtränkten weichen Borsten kaum das Blatt. Eine große, wehende Feder auf einem Hut zeichnet sich hinter einem dunklen Grund ab. Sie wirkt rebellisch und unterstreicht den Rest mit einer kühnen Nuance. Der Hut selbst, an dem die Feder winkt, wirkt in seiner imponierenden Größe wie ein Relikt aus der Zeit alter Degenfechter und ehrbarer Königsanhänger. Nora, ein 12-jähriges Mädchen, hatte das Gesicht darunter in wenigen Strichen gezeichnet. Das Gesicht eines 50-jährigen Mannes, eines beherrschten Mannes. Sorgenfalten stehen in der Stirn und wirken wie eingegraben. Ein energischer Zug liegt um seinen Mund und ein weißer, mächtiger Bart fällt auf die Brust und wächst bis zu den hohlen Wangen hinauf. Die Nase steht spitz, die Augen liegen tief und der Blick geht weit auseinander. Die gezeichnete Figur schien damit alles zu sehen, sehen zu wollen oder sehen zu müssen. Nur nicht das, was sich vor ihnen abspielt. Die Augen schweifen an den Betrachter vorbei und blicken vielleicht in die Vergangenheit, vielleicht aber auch in die Zukunft. Es war nicht zu erkennen. Sie bildeten ein Rätsel. Sie malte weiter. Ein hinzugefügter weißer, marmorierter Mühlensteinkragen um den Hals wirkt wie ein Tablett, auf dem der Kopf präsentiert wird. Die Pinsel in der geübten Hand schaffen Leben, rätselhaftes Leben, und sie schienen sich zu erinnern und zu verselbstständigen. Die Hand wird nur noch ein verlängerter Stiel und die Malerin sein Werkzeug und nicht umgekehrt. Nora, die kleine Künstlerin, spürt diesen Zustand und überlässt sich diesem Gefühl. Auf diese Weise entsteht unter dem Kragen ihres in Öl gehaltenen Bildes ein Brustpanzer. Kraftvoll ausladend, schützend. Selbstverständlich hatte sie diese Figur im Innenhof des Schlosses schon einmal in Stein gesehen. Aber das war es nicht, was sie zeichnete. Es glich zwar dieser Steinfigur, aber irgendwie war es das nicht. Sie konnte es sich nicht so genau erklären und wollte es im Grunde genommen auch nicht. Es gefiel ihr einfach. Und so malte sie weiter. Ein weit ausladender Kriegsrock vergangener Zeiten. Stulpenstiefel mit Sporen und Spitzen, die ebenfalls in die Zeitalter Kriege wiesen. Und eine Lampe in der Hand. Dann war sie fertig. Nora betrachtete sich dieses Bild eingehend und bekam plötzlich einen Schreck. Eine Hand hatte sich auf ihre Schulter gelegt und eine Stimme dicht an ihrem Ohr flüsterte laut: Was malst du da? Das Mädchen, hart aus ihren Wachträumen gerissen, schreckt zusammen und wirbelt herum. Direkt vor ihr steht ihr 2 Jahre jüngerer Bruder und dahinter mit einem unergründlichen Lächeln versehen ihr Vater. Sie hatte das Kommen dieser beiden nicht gehört und sogar das laute und freudige Bellen ihres Hundes überhört, als Leonard und ihr Vater in das Haus gekommen waren. Der Junge wiederholte seine Worte und sah dabei neugierig auf das Bild. Was malst du da? Na das, das ist doch das Petermännchen. Die Kinder sahen überrascht zu ihrem Vater hoch und verstummten. Der Vater trat an die Staffelage ganz dicht heran und verharrte in dieser Stellung eine geraume Zeit. Die Kinder starrten auf seinen Rücken. Eine Weile blieb es ganz still auf der Mansarde und Unbehaglichkeit kroch in den Kindern hoch. Dann drehte sich der Vater um, sah lächelnd auf seine kleinen Freunde und begann ihnen eine seltsame Geschichte zu erzählen. Der Wall stand nur noch in geringer Höhe um den Tempelbezirk. Es war dunkel. Einzelne Sterne blinkten durch das Wolkengewirr und verschwanden sofort, als hätte Siva, die dunkle Göttin der Poladen, sie ärgerlich beiseite gewischt. Selbst der Mond verzog sein Gesicht und verschwand hinter einer schwarzen Wolkenwand. Niemand sollte sehen, was sich dort unten auf der Tempelburg Suarin abspielte. Einst
ragte die Burgwand in mehrfacher Mannshöhe wie ein ausgehöhlter Hügel um den Kreis auf und ermöglichte einen großartigen Anblick auf beiden Seiten der Lehm- und Holzmauer. Die Figur des Sonnengottes Svarok befand sich in der Mitte des Zirkulums, während wendische Priester, Jäger, Frauen und Kinder in selbstverständlichen Reigen und lauten Gesprächen dessen Zentrum umkreisten und die wenigen Hütten aufsuchten, die in diesem Rund standen und nur darauf warteten, ihre Bewohner zu empfangen. Um die Mauer herum lag ein See, dunkel, ruhig und scheinbar stets unverändert, ob der ameisenhaften Bewegung der Menschen an seinen Ufern. Der Rest war schwarz. Wie eine Fata Morgana stand dieses Bild der jüngsten Vergangenheit vor den Augen eines kleinen und sehr kräftigen Mannes, der mit dem Rücken an einen Pfahl gelehnt stand und seine Umgebung aufmerksam betrachtete. Er besaß eine hohe Stirn, hatte kräftiges, langes Haar und eine starke, gebogene Nase, schickte den Blick, der auf sie fiel, auf einen schmalen und aufmerksam gepressten Mund. Eine Gruppe Männer stand etwas abseits von ihm im Schatten eines Feuers und regte sich nicht. Ab und an blinkten unter der Bewegung des Lichts eine Axt, ein Schwert oder ein Stück Eisen von weiteren Rüstungsteilen herüber und sendeten eine eindeutige Botschaft. Die Ruhe, die von dieser Gruppe ausging, hatte etwas Endgültiges an sich und ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass gleichgültig, was kommen würde, auch geschehen sollte. Zwischen dieser Gruppe und ihm standen zwei hochgewachsene, stattliche Männer mit Gesichtszügen, die der Hass versteinert zu haben schien. Sie sahen auf den kleineren Mann herab und rührten sich ebenfalls nicht. Ihre Kleidung, ihre Waffen und ihr Auftreten wiesen sie vor anderen Männern als ausgezeichnete Personen aus. Der Windzug, der mit dem Feuer, dem Leinen und den langen Haaren der Herren vor ihm spielte, spielte auch an den Nerven des Mannes am Pfahl und bewegte sein langes Gewand. Er wirkte trotz seiner geringen Größe stattlich, breitschultrig, und seine hellen Augen durchdrangen die Dunkelheit und blitzten ein jedes Mal auf, wenn der flackernde Schein des Feuers sie traf. Wie eine Katze, dachten die Männer und rührten sich nicht. Dies hier war ein Gericht. Dies hier war sein Gottesgericht. Ein Priester stand auf der anderen Seite des Feuers gegenüber den Fürsten und verklagte hasserfüllt diesen kleinen Mann. Seine Stimme hatte einen Unterton der Resignation erreicht, und neben dem Hass klang auch Trauer aus ihr heraus. Erst jetzt hörte er zu. Du hast gemordet. Du hast den Treueid, den du einst uns gegenüber geleistet hattest, in der greulichsten Weise verletzt. Du bist zum Verräter deines Standes geworden. Der Priester machte eine Pause. Er sprach schon eine Weile. Er sah erschöpft aus und wirkte wie ein Mann, der schon vor einiger Zeit resigniert den dramatischen Umständen der letzten Jahre gefolgt war und nun seine letzte Aufgabe erfüllen sollte. Die Aufgabe eines Richters. Aus seinen Augen brachen deutlich die Trauer und der Hass. Es waren die Trauer um einen Menschen, den er einst geliebt, und der Hass auf einen Mann, der ihn dann so enttäuscht hatte. Der ihm die Kraft für diese seine letzte Handlung nahm, und es würde seine letzte sein, er wusste es. Der kleine Mann rührte sich nicht und sah durch den Ankläger anscheinend hindurch. Er hörte dessen Worte, aber sie erreichten ihn nicht. Früher hatte er hier auf dieser Burg mit seinen Brüdern gespielt. Hier hatte er reiten gelernt und seinen ersten Wolf prahlend vor seinem Vater ausgebreitet. Er sah heute noch sein stolzes Gesicht. Und auch er errötete, als er sah, wie der Vater dieses Tier hochriss, um allen zu zeigen, was für einen Sohn er hatte. Das Unverzeihlichste neben all deinen Taten aber ist, dass du einen Priester hast peinigen lassen, um ihn hernach lebendig einzumauern. Du hast dich gegen seinen Glauben, damit gegen unser Volk und ebenso gegen deine Herkunft gestellt. Wir verdanken dir,
das Schlimmste, was geschehen konnte. Die letzten Worte kamen nur noch flüsternd heraus. Eisiges Schweigen lag über der Szene und die Endgültigkeit eines Verbrechens und seiner Sühne lag über allem wie ein düsterer Schatten. Alle wussten, was nun folgen würde. Die Glieder der Männer strafften sich, die Augen verengten sich bis auf schmale Schlitze und die starken Fäuste knirschten um die Knäufe ihrer Schwerter und Äxte. Nur der kleine Mann sah mit offenen Augen auf den Priester und alle spürten seine Verachtung gegenüber einem Manne, den er noch vor wenigen Stunden mit einem Lächeln auf den Lippen hätte töten können. Der Priester schüttelte den Kopf und dachte verzweifelt: Wer bist du? Hab ich dich gekannt? Hab ich dich verkannt? Was haben wir falsch gemacht? Verzweiflung kroch in ihm hoch. Dann sprach er weiter, und die Mühe, die folgenden Worte zu artikulieren zu müssen, war deutlich zu hören. Du sollst weder sterben, noch leben, weder schlafen, noch ruhen. Du wirst als unruhiger Geist diesen Ort bewohnen und nicht verlassen. Die Pforten der Erlösung werden verschlossen bleiben, bis du deine Taten gesühnt und du Vergebung erlangt haben wirst, die nur einer von deinem Stand und deinem Geschlecht dir gewähren kann. Erst wenn das Geschehene verändert und das Kommende gesichert sein wird, wenn kein Hass mehr zwischen dir und deiner Herkunft besteht, sollst du Erlösung erhalten, nach der du so sehr verlangen wirst. Die drei Fürsten sahen sich an. Zwei auf der einen Seite des Feuers und der andere ihnen gegenüber, allein am Pfahl. Unerbittlichkeit lag in ihren Augen und sie wussten, nur die Zeit nach ihnen würde diesen Stein des Hasses erweichen können. Irgendwann, in ferner Zukunft, wird es vielleicht gelingen, Frieden in das Herz des Mannes zu senken, der zu Lebzeiten kein Herz gehabt zu haben schien. Deinen Namen und deine Herkunft wird man vergessen. Dein Körper wird unauffindlich bleiben und sollte man sich deiner dennoch erinnern, dann wird mit jedem Gedanken, der dich berührt, der Zweifel einhergehen. Ruhe kehrte nach diesen Worten ein. Und nur die nächtlichen Waldgeräusche, das Plätschern des Sees und das Knistern des Feuers überlagerte diese Szene und schienen ebenso wie der Mann am Pfahl auf den letzten Schritt zu warten. Still war es. Der größere der beiden Fürsten, die dem Priester und dem Verdammten gegenüberstanden, trat einen Schritt vor und sah dem etwas kleineren Mann in die Augen. Sein Atem berührte das Gesicht des anderen und er sprach so leise, dass trotz der Ruhe, die dieses Bild umgab, niemand sonst es hören konnte. Hast du noch etwas zu sagen? Der kleine Mann sah ihm geradewegs in die Augen. Wir sehen uns wieder. Dann drehte er sich um und ging in eine vorbereitete Kammer hinein, die hinter ihm, noch geöffnet, auf ihn wartete. Vier Männer in ledernen Kitteln und Schürzen, bewaffnet mit Hammer, Nägel und Eisen, traten hervor. Sie ketteten den kleinen Mann in diese Kammer, die aus Holz bestand und mit eisernen Ringen umwunden war. Der Fürst drehte sich nun zu seinen Gefolgsleuten um und winkte herrisch mit der Hand. Eine der vorderen Gestalten löste sich aus dem Dunkel und näherte sich den beiden. In der Hand hielt er ein Schwert. Er nahm es in die Hand, hielt es in die Höhe und betrachtete es eine Weile. Immer noch sah man Blut an seiner glänzenden Scheide kleben. Der Fürst drehte sich zu dem nun gefesselten Manne um und holte plötzlich, völlig unerwartet, für alle anderen mit dem Schwert aus. Mit aller Kraft schwang er das furchtbare Eisen und stieß es mit Gewalt direkt neben den Hals des kleinen Mannes in das Holz hinein. Ein dumpfer Ton erdröhnte und begleitete das seltsame Singen eines Stahls, das eine solch starke Vibration hervorzubringen imstande war. Es war eine grauenvolle Melodie. Das hast du vergessen. Es ist das Schwert, mit dem du deinen Verrat an uns begangen hast. Ich denke, du wirst es auf deiner Reise benötigen. Wieder sprach der Fürst zu dem gefesselten Manne, der keinen Laut von sich gab, so leise, dass nur er es verstehen konnte. Erst wenn dieses Schwert von dem Blut deiner Taten gereinigt sein wird, wird es dich erlösen. Aber glaube mir, deine einzige Erlösung wird darin bestehen, dass es deinen Kopf abtrennen wird.
Jener aber, der dir einst diesen dankbaren Dienst erfüllen wird, muss von deiner Sühne überzeugt sein, und er wird deines Blutes sein. Der Fürst sah hart und unbarmherzig in das Gesicht des gefesselten Mannes. Dann schlug er noch einmal so hart gegen das Schwert, dass es durch die dadurch hervorgerufene Schwingung gegen den Kopf des Gefangenen schlug. Dann spie er es aus. Es ist auch mit deinem Blut befleckt. Die vier Gesellen gingen daraufhin wortlos an ihrem Fürsten vorbei, verschlossen sorgsam die Kammer und versenkten sie in eine der unterirdischen Gänge der alten Burg. Dann sicherten sie den Eingang gegen menschliche und auch unmenschliche Bemühungen und bedeckten ihn mit einem kleinen Findling mit Erde, Gras und verbrannter Kohle. Kein Wort begleitete diese Szene, kein Laut durchbrach diesen Akt. Irgendwo schrie ein Kauz. Kein Fremder würde jemals diesen Ort unter der alten Burg Suarin finden können. Dann war es vorbei. Tja, so könnte es vor grauer Zeit einstmals gewesen sein. Und dies ist nur eine Variante der Entstehungsgeschichte eines Geistes, welcher die Gemüter der Schweriner auf Jahrhunderte beunruhigte und ihnen gleichsam Sicherheit und Unfrieden schenkte. Der Vater sah in die glühenden Augen seiner beiden Kinder und hörte auf zu erzählen. Er schmunzelte, als er die eben beschriebene Szene noch in ihren Augen und in ihren geöffneten Mündern sah. Wer soll das sein? Wer ist dieser Mann? Was hat er getan? Und wie heißt er? Tja, das gilt es herauszufinden. Nur eines kann ich mit Gewissheit sagen. Später, viel später, nannte man den Geist dieses Mannes Petermännchen. Und er soll das Schweriner Schloss bis heute nicht verlassen haben. Warum? Könnten wir eben gehört haben. Aber wenn er ein jahrhundertealter Geist ist, dann müsste er noch heute zu sehen sein. Geister verschwinden nicht einfach so. Woher willst du es wissen? Hast du schon jemals einen Geist gesehen? Wenn wir an Geister glauben, wenn wir also speziell an diesen Geist glauben, dann hat er einmal gelebt und fristet nun sein geisterhaftes Leben in dem Schweriner Schloss. Wenn er aber eine Sagengestalt aus ferner Zeit ist, dann spukt diese Sagengestalt als Geist in unseren Köpfen und nur wir träumen von seiner Erlösung. Wurde es denn schon einmal gesehen? Oh, es soll schon mehrmalig gesehen worden sein und das vor allem im Laufe der letzten 3 Jahrhunderte. Es muss klein sein. Als es das letzte Mal gesehen worden sein soll, trug es einen großen Federhut und den Wams eines Renaissanceknechts. Um seinen Hals hatte es eine steife Halskrause und es soll bei sich auch einen Schlüssel, ein Licht und gelegentlich ein Schwert tragen. Manchmal rennt es auch auf Stelzen umher und springt über Zäune, aber, ach, nun ja, wir sprechen hier von Sagen, Legenden und einem Geist. Alles ist möglich. Doch wie soll man einen Geist, eine Legende oder eine Sagengestalt erlösen, wenn es sich als Gespinst über Jahrhunderte hinweg nur durch unsere Köpfe hangelt? Wenn es ein solches Gespenst tatsächlich geben sollte, so müssten wir herausfinden, wo sich der Ursprung seiner Aktivitäten befindet. Wir müssen ihn also erst einmal finden. Dann müssen wir ihn ausbuddeln, sein Schwert von dem seltsamen Blut befreien und seinen alten Knochen den letzten Rest geben und ihn den kahlen Schädel abschlagen. So einfach ist das. Du hast nur eine Kleinigkeit vergessen. Ihn erlösen, das heißt also, seine Knochen malträtieren darf nur jemand aus seinem Geschlecht. Die Frage ist also, wer war dieser kleine Mann? Zu welcher Familie gehört er? Ja, und was hat er getan? Vergesst nicht, dass das Abtrennen seines Kopfes und das Reinwaschen des Blutes von diesem Schwert erst dann möglich sein soll, wenn ein Blutsverwandter ihm diese Sühne gewährt. Dieser müsste erstens heute noch leben,
Zweitens müsste er die Geschichte dieses unseligen Geistes kennen. Und drittens müsste er um seine eigene Rolle wissen. Hm? Du meinst also die Rolle eines Beobachters aus der Vergangenheit? Ist ja voll krass. Das würde ja bedeuten, dass irgendjemand oder irgendeine Familie hier in Schwerin seit fast 1000 Jahren lebt und diesen Geist, neben welchen Aufgaben auch immer, rund um die Uhr beobachtet. Genau. Das wäre ja unglaublich. Gibt es denn jemanden, der ihn gesprochen, gesehen und vielleicht auch berührt haben könnte, der ihn vielleicht hätte fragen können, wer er ist und warum er hier ist? Der ihn hätte erlösen können? Deine Fragen setzen immer voraus, dass es das Petermännchen in der Tat gegeben hat und dass es diesen Geist immer noch geben muss. Aber es gab in der Tat jemanden, der ihn gesehen haben will, der in Berührung mit ihm kam und sogar mit ihm gesprochen haben soll. Und wer soll dieser Spinner gewesen sein? Dieser Spinner, wie du ihn nennst, war ein Lakai des Herzogs Friedrich Wilhelm. Er hieß Daniel Gardemont und lebte vor circa 300 Jahren hier in diesem Schloss. Die Frage ist nun, ist er oder ist seine Fantasie wirklich einer alten Sagengestalt begegnet? Hat eine neue Sage in Gestalt einer alten Form seine Vorstellungskraft beflügelt? Oder ist er einfach nur einem alten kleinen Mann begegnet, der sich die Sagen um den kleinen Geist im Schweriner Schloss zunutze machte, um hier ein zwar erbärmliches, aber irgendwie doch genügsames Leben zu fristen? Wie dem auch sei, stellt euch einfach mal Folgendes vor. Wir schreiben das Jahr 1698. Es sind 5 Jahrhunderte nach dem grauenvollen Gericht in das Land gegangen. Das Schloss liegt düster und grau an einem See. Der Himmel ist durch die herbstlichen Stürme mit einer dicken Wolkenschicht durchsetzt. Gegen die mit Schlieren und Katzenhaaren durchzogenen halblinden Scheiben trommelt ein kalter Regen und schafft eine dumpfe Stimmung, die sich auf das Gemüt der Schlossbewohner und auf ihre Gesundheit schlägt. Überall heult der Wind durch die Gänge und schafft einen unwirklichen Zustand. In den Kaminen der einzelnen Etagen prasseln quälende Feuer. Und da das Holz durch den langen Regen sogar in seinem Unterstand feucht geworden ist, erzeugt es mehr Qualm, als ein sorgsam angelegter Abzug es hätte schaffen können, denselben zu entsorgen. In allen Räumen und Fluren stinkt es nach feuchtem Waldholz. Und die Diener, Lakaien und einige wenige Höflinge schleichen in festen Mänteln und dicken Schals durch die weiten Flure und sprechen unbewusst nur leise und gedämpft. Der Herbst hält Einzug. Und mit ihm kommt die Kälte, die Feuchtigkeit, die Krankheit und der Aberglauben. Das sonst so fröhliche Gelächter eines großen Hofes, der mit einem entsprechenden Staat ausgebildet ist, wirkt nun erstorben und eine kalte Stille herrscht überall. In der Kammer des Lakaien Daniel Gardemont ist es ebenso kalt und feucht wie im ganzen übrigen Schloss. Sein Name verweist auf eine Zeit, als der selige Herzog Christian Louis seine französische Gemahlin Isabelle Angélique von Montmorency-Boutville als Regentin nach Schwerin holte. Sie brachte damals einen bunten Zug lebenslustiger Franzosen mit in das Schloss, die zwar zum großen Teil sofort wieder das Weite suchten, aber dem einen und dem anderen die Möglichkeit eines neuen Anfangs ermöglichten. Gardemont gehörte zu ihnen. Mecklenburg erschien den Franzosen zwar als ein barbarisches Land und sie fühlten sich hier eher als Aussteiger, denn als kultivierte Bürger in einem zivilisierten Land. Dennoch, es hatte eben auch seine Reize. Daniel Gardemont ist ein alter, dünner französischer Diener am Hof des mecklenburgischen Herzogs Friedrich Wilhelm. Er besitzt eine lange Nase, strähniges, graues Haar und Augen, die tiefer in den Höhlen liegen als die Ausbuchtungen eines hohlen Kamins.
Er sitzt vor seiner Familie in einem alten spanischen Renaissance-Stuhl und lässt sich die Füße in warmem Wasser mit einer grünen Kräutersalbe einreiben. Um seinen Hals windet sich ein ehemals kostbarer Schal, der nun an seinen Seiten in dicken Fransen ausläuft, während auf seinem Kopf eine dicke Mütze aus schwarzem, abgetragenem Katzenfell für etwas mehr Wärme sorgt. Er wirkt sehr mitgenommen und sieht übel aus. Er zittert unaufhörlich und blickt verstört und wirr die Wände seiner Kammer an. Er scheint nichts mehr wahrzunehmen, außer eine dumpfe und ihn völlig verschreckende Erinnerung. Zu seinen Füßen sitzt seine Frau, die Kastellanin Gardemont. Sie trägt ein Kleid, das viel zu dick scheint und dessen Ausbuchtung nach allen Seiten die Frage aufzwängt, ob es der Leib ist, der diesen Umfang hervorruft, oder die Kälte, die es nötig macht, mehrere Kleidungsstücke übereinander zu tragen. Die Kerzen auf dem eichenen Tisch und an den mit einfachen bestickten Teppichen behangenen Wänden beleuchten auch zwei junge Knaben, die eben noch in der Ecke mit selbstgeschnitzten Musketieren, Hellebardieren und Kanonen Krieg spielten, nun aber mit geweiteten Augen ihren Vater furchtsam anstarren. Um diese Gruppe herum stehen weitere Diener und andere neugierige Bewohner des Schlosses und blicken gespannt und furchtsam auf den kranken Mann. Leises Flüstern füllt den Raum und überlagert vorsichtig die unaufhörlichen Regengeräusche, die Stimmen der Kinder und das Prasseln des Kaminfeuers. Die Frau sieht zu ihrem Manne hoch und ihr Blick gleitet forschend über das bleiche Gesicht, das mit kalten Schweißperlen durchsetzt ist, während seine tiefen Augen weiterhin angstvoll die Wände zu durchdringen versuchen, als sehe er auf der anderen Seite der Wand ein Gespenst. Er erinnert an einen kranken Menschen, der einen Schock erfahren hat. Seine Frau flüstert ihm angstvoll zu. Hast du ihn gesehen? Gardemont nickt abwesend. Er zieht sich den Schal noch enger um seinen dünnen Hals und erschüttert sich. An seiner linken Schläfe formt sich ein dunkelroter Fleck. Ja, heute war er wieder da. Er ging die Wendeltreppe mit mir hinauf und sprach kein Wort. Er ging sehr langsam. Seine Stimme zittert. Die Frau Kastellanin nickt. Ihr Mann hat schon mehrfach von einem kleinen Mann berichtet, dem er auf der Treppe begegnet war. Als er ihn das erste Mal sah, glaubte ihr Mann, einen Pater vor sich zu haben. Da sich die Gestalt aber nicht bewegte, näherte er sich ihr und entdeckte unter dem Licht seiner Fackel einen kleinen Mann, der einen schwarzen Leinensack trug, ähnlich dem Gewand mittelalterlicher Mönche. Seine Ärmel waren eng gebunden und aus ihren Enden ragten kurze, weiße Handkragen heraus. Er trug eine schwarze Kappe und die breite Front sehr alter Schuhe. Sie fürchteten sich damals sehr vor dieser Erscheinung und hielten sie lange geheim. Nicht grundlos. Schwerin ist in den letzten Jahren für obskure Objekte und dessen Erwähnung ein zu gefährliches Pflaster geworden. Immer noch hing auf dem Marktplatz ein Mann, den niemand mehr abnehmen wollte, weil er schon zu lange am Galgen hing. Zur Abschreckung, hieß es bei der Urteilsvollstreckung. Die Namen der Stadträte Hans-Heinrich Wedemann und Klaus Kirchberg sorgten sogar nach ihrem Ableben in den scheinbar sicheren Mauern des herzoglichen Schlosses für kaltes Grauen und für Angst. Grenzenlose, ohnmächtige Angst. In und um Schwerin werden mehr Menschen als Hexen und Zauberer verfolgt als irgendwo anders in Europa. Die Feuer flammen täglich in den Essen der gefürchteten Folterkeller des Rathauses, wie auf den sogenannten Brandhügeln, und entzünden ein höllisches Fest des Aberglaubens und der Qual. Jede gepeinigte angebliche Hexe nennt in ihrer Not irgendeinen weiteren Namen, so dass ein nicht enden wollender Staffellauf des Grauens entstanden ist. Hexerei und Zauberei sind in aller Munde. Und die Schweriner beginnen Dinge zu sehen, die sie vorher nicht einmal beachtet, geschweige denn als gefährlich eingestuft hätten. Es ist zum Beispiel üblich, eine Besprecherin zu holen, wenn es Krankheiten zu heilen gilt, die die moderne Medizin nicht zu heilen vermag. Sie besingt den Kranken mit unheimlichen Segenssprüchen und verordnet eine Medizin, die im besten Falle als fragwürdig einzustufen ist.
Neu verschlossene Walnussschalen mit eingesperrten Spinnen kursieren ebenso als Heilmittel gegen das Fieber wie das mit Blut gesprenkelte Gras, das unter einer Richtstätte zu finden ist. Der Henker selbst führt eine Apotheke, die aus den absonderlichsten Tinkturen besteht und die sehr begehrt sind. Der Aberglaube gehört zu den Menschen in und um Schwerin in dieser Zeit wie das Holz in den Kamin und niemand macht da eine Ausnahme. Niemand. Für Geisterglauben und Hexenjäger eine Zeit der Blüte und der Ernte. Und nun dies. Die Kastellanin kreuzigt sich. Ihr eigener Mann faselt etwas von einem kleinen Mann, der in den Gemäuern des Schlosses hausen soll und mit Gepolter und Geschrei schlechte Taten bestraft und gute Taten belohnt. Nach ihrer Meinung ein Hirngespinst, das auf die Angst zurückzuführen ist, welche die Stadtoberin und ihr Henker so gruselig zu inszenieren verstehen. Aber der heutige Tag gibt ihr Rätsel auf. Ihr Mann, Daniel Gardemont, lag heute Morgen ohnmächtig am Fuße der Obotritentreppe im Schloss und konnte erst mit einem essiggetränkten Lappen wieder ins Leben zurückgerufen werden. Er hatte starke Kopfschmerzen und schrie, als er erwachte, sofort vor Furcht auf. Wo ist er? Wo ist er? Wer? Ein anderer Lakai schüttelte den benommenen Mann heftig an den Schultern und wischte ihm den Schmutz von der Stirn und sah sich dabei furchtsam um. Wer? Wer, Daniel, hat das getan? Daniel Gardemont zitterte immer heftiger am ganzen Leibe. Dann schrie er es heraus. Das Petermännchen! Das Petermännchen! Das Petermännchen! Später, nachdem er sich etwas beruhigt hat und sich im sicheren Gewahrsam seiner Familie und seiner Freunde weiß, berichtet er, was geschehen ist. Die Angst in seinen Augen bestätigt deutlicher seinen Bericht als alle beschwörenden Worte zusammen. Und sie lauschen und glauben ihm. Alle. Ich habe es nur meiner Frau erzählt, aber nach dem, was heute geschehen ist, kann ich es nicht mehr für mich behalten. Seit einiger Zeit begegnet mir auf den Treppen, in den Kammern des Schlosses und sogar in der Küche ein kleines Männchen. Wir alle kennen schon genügend Geschichten über einen kleinen Schlossgeist, dessen Herkunft und Name zwar unbekannt, dessen heutiger Name uns allen ein Begriff ist. Das Petermännchen. Manchmal ist es nur da und sieht mich an. Dann wiederum geht es wortlos neben mir her. Einmal, als ich unser durchlauchten Herzog die Speisen brachte, stand es neben mir. Ich wies auf den kleinen Mann und zeigte dem Herzog, wer hier an meiner Seite stand und hoffte auf ein fürstliches, strenges Wort. Auf eine die Gespenstergestalt auflösende Entscheidung. Doch nichts geschah. Friedrich Wilhelm begann plötzlich zu frieren und verbot mir jede weitere Äußerung über diesen Geist und mir erklärte er dann, dass er nichts sehe. Gardemont schüttelt den Kopf und legt ihn zweifelnd in eines seiner langfingerigen Hände. Dann spricht er weiter. Diese Situation war wirklich merkwürdig. Als wenn eine bestimmte Vertrautheit und Bekanntheit zwischen den beiden herrschen würde. Heute nun, als ich die Treppen hinaufging, um dem Herzog meine Dienste zu erbringen, erschien dieser kleine Quergeist wieder vor mir. Er ging so langsam, direkt vor meinen Füßen und das auch noch ihn und er, sodass ich nicht an ihm vorbeikam und in Gefahr geriet zu stolpern. Da schrie ich ihn an, du Kröte, geh aus dem Weg oder ich nehme diese Flasche und zerschlage sie dir auf deinen missratenen Kopf. Der kleine Mann drehte sich nach diesen Worten blitzschnell um und schlug mit zornbrennenden Augen sofort zu. Dann wurde es dunkel. Bedrücktes Schweigen herrscht nach diesen Worten in der Kammer des Lakaien. Denn wenn man bisher nicht an einen Schlossgeist glauben wollte, so war diese Verletzung tatsächlich vorhanden. Die Kastellanin erhebt sich und steht nun ganz dicht vor ihrem Manne. Und du bist dir ganz sicher, dass es das Petermännchen war? Der Lakai zittert wieder heftig. Dann nickt er. Ja, es war das Petermännchen. Die Kinder saßen vor ihrem Vater und es war deutlich zu spüren, wie es ihnen unter der Haut kitzelte, diesen Geist zu suchen. Leonard grinste plötzlich, sah zu seiner Schwester herüber
und flüsterte ihr ins Ohr. Da hat sich jemand bestimmt einen schlechten Scherz erlaubt und sicherlich eine alte Rechnung mit Godmore beglichen. Vielleicht ist er ihnen auf den Zeh getreten, oder Godmore hat sich einst als Zahnarzt ausgegeben und mit Genuss einen alten Feind ein paar seiner schlechten, gelben und stinkenden Zähne herausgerissen, ohne Narkose, und das auch noch mit einer alten, rostigen Zange und mit einem Spachtel. Uäh, eklig! Oh, wow, wow. Aber fest steht doch nun einmal, dass er mehrmals von einem kleinen Männchen geredet hat, das anscheinend auch allen anderen Schlossbewohnern geläufig war. Zahnarzt hin und zerquetschter Zeh her. Die Kastellanin schrieb später dieses Erlebnis ihres Mannes auf und damit haben wir zumindest einen Zeugen. Wir wissen immer noch nicht, wo wir ihn finden sollen und wer er ist. Nora wendete sich wieder ihrem Vater zu. Können wir nicht das Schweriner Schloss aufsuchen, um das Petermännchen zu sehen? Na, habt ihr denn keine Angst? Immerhin handelt es sich um einen Geist und dieser Geist lebt in den Katakomben des Schweriner Schlosses. Und es soll noch weitere unterirdische Gänge geben, die sogar von dem Schloss hinwegführen. Die Chance also, das Petermännchen zu sehen, ist nicht nur gering, sondern im Grunde aussichtslos. Petermännchen zeigt sich nämlich nur dann, wann er es will und auch nur dem, wem er sich zeigen will. Die beiden Kinder starrten ihren Vater mit der unerbittlichen Regungslosigkeit bettelnder Quälgeister an, deren selbstverständliche Siegesgewissheit ihnen schon von Tausenden ihrer Vorgänger in die Wiege gelegt worden war. Der Vater stöhnte auf. Ach, na schön. Aber noch ist es nicht dunkel genug. Das Petermännchen soll sich nur dann zeigen, wenn wir es am wenigsten erwarten und fast immer nur in der Dunkelheit. Wir haben also noch etwas Zeit. Gut, erzähl uns noch etwas von ihm. Vielleicht kommen wir dahinter, wer er gewesen ist und ob wir ihm nicht vielleicht helfen müssen. Der Vater zuckte plötzlich unmerklich zusammen. Dann lächelte er wieder. Es gibt viele Sagen, die sich um diesen kleinen Mann ranken. Und alle diese Geschichten, die von der Schweriner Bevölkerung weitergetragen wurden, haben einige Gemeinsamkeiten. Zum Ersten heißt diese Figur in allen Sagen das Petermännchen. Es gibt zwar noch einen anderen kleinen Geist mit Namen Puck, aber dieser Herr steht auf einem anderen Blatt. Zum Zweiten hängt das Petermännchen so eng mit diesem Schloss und seiner Geschichte zusammen, dass ein Bezug zu einstigen Fürstlichkeiten nicht auszuschließen ist. Immer wieder tauchen Erlösungssagen auf, die uns sagen wollen, dass, wenn das neue Schloss untergehen sollte, würde das alte Schweriner Schloss aus den Fluten wieder auftauchen und Recht und Ordnung würden wieder einkehren in unserem Lande. Natürlich war dies an Bedingungen geknüpft, die einerseits sehr alten Ursprungs sein müssen und andererseits der wilden Fantasie unserer Altvorderen entsprungen sein können. Und was für Bedingungen sollten das sein? Sollte das Petermännchen irgendwelche Aufgaben erfüllen oder sollte es Aufgaben verteilen, die an ihm ausgeführt werden müssten? Bestimmt soll er eine Frau finden, die erst einmal ihn finden muss, dann muss sie ihn lieben lernen, dann muss er sie lieben lernen und zum guten Schluss erlöst ihre Liebe diesen Knilch und er wird wieder ein stattlicher Prinz und sie hat das große Los gezogen. Ja, so in etwa. Nur etwas einfacher. Vergiss nicht, wir leben hier in Mecklenburg und nicht in Burgund. Hier ist alles etwas unprosaischer. Es genügte zum Beispiel, dass eine Frau mit ihm in sein unterirdisches Reich ging und dort sein Bett herrichtete, um eine Belohnung zu erhalten, während ein weiterer Mensch, am besten ein Soldat, sein Schwert von einem alten Rostfleck reinigen sollte, um das Petermännchen zu erlösen, das alte Schwerin wieder auftauchen zu lassen und das neue zu versenken. Manchmal soll dies dem einen oder dem anderen fast gelungen sein. Und dann hörten sie schon die alten Kirchenglocken aus dem See heraufschallen und die Spitze des alten untergegangenen Schlosses ragte schon heraus. Doch dann bekamen die meisten Menschen Angst und sie führten die Zeremonie nicht zu Ende. Wann soll dieses alte Schwerin untergegangen sein?
Sagen halten, so viel ich weiß, sich immer an einen wahren Punkt in der Geschichte. Irgendetwas muss doch daran stimmen. Vor allem, wo soll es denn gestanden haben, dieses alte Schwerin? Wenn das Neue untergeht und das Alte auftaucht, klingt fast so, als wären zwei verschiedene Orte gemeint. Wer weiß, von welchen Schwerin hier überhaupt die Rede ist und ob Schwerin als einzige Burg überhaupt gemeint ist. Also, wenn ihr beide euch eure Fragen mal merken könnt, so fangen wir erst einmal mit dem Wann an, hm? Wann soll dieses alte Schwerin, das Schwerin des Petermännchens, untergegangen sein? Die Sagen um den Ursprung des Petermännchens gehen mit dem Ende einer Zeit einher, als noch ein anderes Volk hier lebte und das Land verlassen musste. Auf dem Quai der alten Siedlung Wismar saß ein alter Fischer. Er hockte vor knarrenden, schaukelnden und nur mit einem rar betakelten Mast besetzten Schaluppen, kaute einfache Weizenkerne und stierte auf das Meer hinaus. Seine Gesichtszüge waren tief gekerbt und die Haut durch den Einfluss des ewigen Meersalzes, das ihn mit der Gischt ständig besprühte, mit riesigen Porennarben durchsetzt. Trotz seines hellen Haares und seiner braunen Haut sah er genauso borkig aus wie die alte Eibe vor seinem Haus. Ein Alter war nicht einzuschätzen. Er kannte das Meer gut und hatte hier so manchen fetten Fang herausgeholt, der ausgereicht hatte, seine Familie und auch noch seine nächste Umgebung damit zu versorgen. Es ging ihm gut. Doch nun, seit einigen Wochen, blieben die Fische aus und die Netze leer. Der Fischer kannte sein Revier und hatte das Flachwasser durchsucht, die Inseln umkreist und war sogar heimlich in die Kieler Bucht hineingefahren, alles umsonst. Noch besaßen sie genügend Vorräte, doch irgendwann werden diese aufgebraucht sein. Und dann? Er spuckte die Schalenreste des Weizenkernes aus und nahm die nächsten in den Mund. Es gab da noch etwas anderes, das ihm größere Sorgen bereitete als der fehlende Fisch. Der alte Mann kratzte sich an seinem Hinterkopf und spuckte die Reste des zermalmten Weizenkernes aus, wobei Zähne zum Vorschein kamen, die eine ähnliche Farbe aufwiesen wie seine Haut. Seit einiger Zeit herrschte Krieg in diesem Land. Sächsische Eroberer hatten unter dem Herzog Heinrich es sich nicht nehmen lassen, unter dem Banner des Löwen das Land zu vereinnahmen, um es hernach den eigenen deutschen Landsleuten zu öffnen. Lokatoren führten die deutsche Völkerwanderung durch sein Land und besetzten alle fruchtbaren Plätze und ertragreichen Ländereien. Sie taten dies brutal und unabdingbar. Dem einheimischen, wendischen Volk blieb weiter nichts übrig, als sich den Eindringlingen unterzuordnen oder zu weichen. Gestern nun kamen Vertreter obodritischer Siedlungen aus allen Teilen des Landes und brachten ihm und seinen Zunftgenossen ein seltsames Anliegen vor. Fischer, hast du genügend Raum für eine größere Ladung? Meinst du mit Ladung etwa euch? Ich meine, euch alle. Wir müssen das Land verlassen. Es gehört nicht mehr uns. Und der Raum, der übrig geblieben ist, ist Ziel der Launen der neuen Landesherren. Wir müssen gehen. Wohin? Übers Meer. In eine neue Heimat. Wie viele Boote kannst du auftreiben? Oh, genug. Es war die größte Auswanderungswelle in unserem Land vor der nach Amerika, in die neue Welt. Hier blieb diese Auswanderung eines Volkes aus Mecklenburg über das Meer als eine Petermännchensage zurück. Wörtlich sagt die Sage, die Petermännchen müssen das Land verlassen. Ein ganzes Volk von Petermännchen soll damals ausgewandert sein und nur wenige sind hier geblieben. Vielleicht, um den Zeitpunkt abzuwarten, da das Land wieder frei wird und um die anderen Stammesmitglieder dann wieder zurückzuholen. Wahrscheinlich wollten einige der verdrängten wendischen Einwohner ihr angestammtes Land partout nicht verlassen. Und so finden wir vielleicht ein obodritisches Petermännchen hier wieder. Hier im Schweriner Schloss. Gut, das ist ein Zeitverschlag. Und wann genau war das?
Nach deinen Erzählungen haben wir also ein Petermännchen, das im 12. Jahrhundert lebte, ein Obotrit war und ein Fürst sein könnte. Wenn ich das alles zusammenzähle, könnte er ein Fürst aus dem Hause Niklot sein, des letzten Herrschers der Obotriten. Ja, recht hast du. Das käme mit der Zeit hin, mit der Beziehung zum Schloss, mit der Sage um seine Erlösung und mit dem Wiedererscheinen des alten Schwerins. Der Vater sah auf seine Kinder und lächelte. Nein, dachte er, noch nicht. Es ist zu früh. Bevor sie nicht alles über das Petermännchen erfahren haben, kann ich nichts sagen. Es wäre... Er stand auf, zog seine Jacke glatt und sah in Richtung Schlafzimmer. Für heute ist es genug. Alles Weitere später. Das Petermännchen wird uns nicht weglaufen. Ganz gewiss nicht. Eine Weile blieb er noch stehen und verschloss die Augen, als besinne er sich und überlegte, ob es richtig gewesen sei, den Kindern diese Geschichte jetzt schon zu erzählen. Doch als er aus dem Zimmer seiner Kinder das leise Geräusch eines sich öffnenden Fensterflügels hörte, breitete sich ein Lächeln auf seinen markanten Gesichtszügen aus und er stand auf. Stunden später. Die beiden Kinder, selbst noch Zwerge, umkreisten das Schloss. Es war Mitternacht und langsam begann sich die Furcht in den Herzen der beiden Abenteurer auszubreiten. Sie hatten zwar Taschenlampen mitgebracht und eine gehörige Portion an Abenteuerlust, aber nun, da sie sich im Mondschatten des gewaltigen Schlosses befanden, wagten sie es nicht, die Taschenlampen einzuschalten. Aus Furcht, selbst gesehen zu werden. Von wem auch immer. Der Schweriner Innensee lag dunkel vor den beiden Kindern und räusperte sich ab und an, wenn ein junger Barsch seine Zeit vergaß und in seinem Übermut die Wasseroberfläche durchbrach oder ein Aal an das Ufer schwappte, um eine kurze Landwanderung zu den Kreuzkanälen zu beginnen. Das Schloss im Hintergrund ragte riesenhaft in den nächtlichen Himmel und vertraute der Dunkelheit seine Geheimnisse an. Der Himmel war sternenübersät und der Mond glich einem alten, steinernen und riesenhaften Gesicht, das ein Eigenleben zu haben schien und wider besseren Wissens sich selbst beleuchtete. Das Licht, das von ihm ausging und das Schloss in bleiche Farbe tauchte, wirkte gespenstisch. Leonard und Nora, der 11-jährige Junge und das 13-jährige Mädchen, hatten sich vorgenommen, das Schweriner Schloss in dieser Nacht zu umrunden, um es aus einer anderen Perspektive kennenzulernen, als sie es bislang erfahren hatten. Sie waren beide für ihr Alter nicht sonderlich hochgewachsen und wirkten durch ihre Schlankheit jünger, als es ihr Alter hätte vorschreiben müssen. Beide besaßen helle blaue Augen, die die Umgebung seit ihrer Geburt genauestens zu erforschen schienen. Neugierde war ihr unheiligster Patron. Diesmal hatte ihre Neugierde ein besonderes Ziel. Ihr Vater ließ es niemals zu, dass sie das Schweriner Schloss besuchten, ohne ihnen grundsätzliche Vorträge über die Geschichte des Schlosses, seiner Bewohner und seiner in einigen Dingen spekulativen Vergangenheit wie auch seiner Zukunft zu halten. Er hatte einst, neben einigen anderen Bereichen, auch die Geschichte dieses Schlosses studiert und war ein Mensch, der es verstand, Neugierde zu wecken. Diesmal hatte er ihnen eine sehr merkwürdige Geschichte erzählt, die die beiden Kinder zu dieser nächtlichen Wanderung nicht nur inspirierte, sondern regelrecht zwang, das Schloss in der Nacht aufzusuchen. Heimlich. Er hat ihnen die Geschichte von dem Geist des Schweriner Schlosses erzählt, von dem Petermännchen. Plötzlich schlug die Domuhr der Stadt Mitternacht. Sie weckte den Scheidegänger und schürte aufs Neue ihre Furcht. Der Scheidegänger war einst ein allgemein bekannter und gefürchteter Geist, der verdammt dazu war, hinkend, stöhnend und verzweifelt Grenzen zu suchen, ohne sie jemals zu finden. Grenzen wie alte Bistumsgrenzen, einstige Ländergrenzen und ebenso die Grenze zwischen dem Gestern und dem Morgen. Er soll furchtbar aussehen. Den Kindern schauerte es und sie tasteten sich weiter um das Schloss herum. Plötzlich
blieben sie wie angewurzelt stehen. Während der kleinere von den beiden die größere heftig und zitternd am Ärmel zupfte. Ein Licht war im Schloss angegangen. Sie befanden sich fast auf der Rückseite des Schlosses und wussten durch die ständigen Wiederholungen ihres Vaters, dass sie sich vor der Schlosskirche befanden. Es war kein helles Licht, wie es die heutige Zeit zu erzeugen vermochte, und die Kinder erstarrten. Es war ein bewegtes, schwaches Licht, das sich rechts von der alten Schlosskirche in dem Glockenturm entzündete und sich eindeutig in Richtung Orangerie entfernte. Es bewegte sich durch das Schloss und verschwand plötzlich und ebenso, wie es gekommen war. Hast du das gesehen? Leonard hielt immer noch den Ärmel seiner Schwester fest und blickte kreidebleich in das ebenso weiße Gesicht von Nora. Nur der Mond hätte gewusst, ob die bleiche Farbe der beiden echt oder ob sie sein Produkt war. Lass uns weitergehen! Das war's doch, was uns hierher gebracht hat. Wir wollten wissen, ob es das Petermännchen gibt oder nicht. Das stimmt, aber nun wird es mir doch zu unheimlich. Sie klammerte sich an den Ärmel ihres Bruders fest und der spürte das Zittern an seiner Seite. Er beugte sich zu der Schwester hinüber, klopfte ihr beruhigend auf den Arm und flüsterte. Wir gehen nicht zurück, Nora. Wir gehen jetzt ganz um das Schloss herum und dann verschwinden wir. Einverstanden? In Ordnung. Aber dann nichts wie weg hier. Nichts wie weg, echote Leonard und zog nun die Schwester mit sich weiter. In der Stille der Nacht wagten sie sich nur noch auf Zehenspitzen zu bewegen und durchquerten die steinernen Grotten mit einem Gefühl, als würde gleich etwas Furchtbares auf sie herabstürzen. Am Tage spielten sie laut schreiend und lachend in diesen steinernen Grotten. Fangt das Petermännchen! Aber nachts? Allein? Dann spürten sie beide plötzlich und unabhängig voneinander, wie sie jemand beobachtete. Die Nackenhaare stellten sich senkrecht auf und ein Schüttelfrost bemächtigte sich beider so sehr, dass ihre Knie zu zittern anfingen. Sie standen in der Dunkelheit der Grotte und spürten ganz deutlich die Energien, die sie nun umgaben, als wären sie selbst ein Bestandteil jenes Wesens, das sie ganz eindeutig beobachtete. Sie drehten sich um und starrten in die Finsternis. Nichts war zu sehen, außer die leicht beleuchtete Oberfläche des Schweriner Sees, der wie ein Spiegel vor ihnen lag. Sie fassten sich beide an der Hand und drehten sich wie eine langsame Töpferscheibe um sich selbst. Dann sahen sie wieder das Licht. Diesmal kam es nicht vom Schloss, sondern von der kleinen Insel gegenüber, der Orangerie. Sie wussten, dass es die Liebesinsel war, die durch eine romantische Brücke mit der Schlossinsel verbunden wurde. Eine wunderbare Trauerweide und eine Bank befanden sich auf diesem winzigen und ansonsten nur von einigen Schell-, Tafel- und Stockenten bewohnten Eiland. Doch diesmal saß ein kleiner Mann auf ihr, neben sich eine Laterne. Er schien die Sterne zu betrachten und nichts um sich herum zu bemerken. Er saß mit dem Rücken zu ihnen. Plötzlich erklang eine dunkle Stimme von der Insel, deren Echo sich an den Gemäuern des Schlosses leise hallend brach. Was macht ihr um diese Zeit in meinem Garten? Die beiden Kinder erschauerten und ihr Magen schien sich umzudrehen. Doch seltsamerweise besaß diese Stimme etwas Vertrautes, Wärmendes und nahm in ihrem Hall und in ihrer Nachwirkung nach und nach die Angst von den Kindern. Und so antwortete Leonard, der kleinere von den beiden, einfach und selbst erschrocken über seinen Mut. Wir suchen dich. Der kleine Mann, der immer noch mit dem Rücken zu ihnen gewandt saß, schien nachzudenken. Dann drehte er sich um. Ihr sucht mich also. Na, dann kommt und setzt euch zu mir. Er sprach es so einfach aus, dass die Furcht den beiden Gespensterjägern abhanden kam und sie die Insel betraten. Auf der Bank saß ein kleiner Mann mit einem mächtigen weißen Bart, der ihm auf die Brust fiel und sein Gesicht bis zu den Backenknochen fast vollständig bedeckte. Er trug einen langen schwarzen Rock mit engen Ärmeln, die unter den Händen in weißen Aufschlägen endeten. Er sah sehr altertümlich aus. Seine Stirn war kraus
und sein Gesicht ebenso bleich wie das der Kinder. Er hatte sehr langes weißes Haar, das seit einigen Jahrhunderten nicht mehr gewaschen worden war. So erschien es jedenfalls. Es staubte förmlich. Neben ihm stand auf der Bank eine Laterne, die durch irgendein Öl die nächste Umgebung schwach beleuchtete. Freundlich wies das Wesen auf die Bank neben sich. Ihr sucht also das Petermännchen. Die Kinder setzten sich gehorsam und immer noch etwas befangen neben dem Manne hin und nickten eifrig. Sie sahen das Gesicht in dem bleichen Mondschein lächeln. Was wäre, wenn ich euch nun erzählen würde, dass es das Petermännchen nie gegeben hat? Wärt ihr dann sehr enttäuscht? Die Kinder sahen sich an, schüttelten stumm den Kopf, verharrten einen Augenblick, dann nickten sie heftig. Leonard neigte sich vorsichtig zu dem kleinen Manne herüber und fragte leise, über seinen Mut selbst staunend und immer noch mit zitternder Stimme: Wer bist du? Der kleine Mann wirkte im sitzenden Zustand größer als manch stehende Erwachsene, die sie kannten. Sein Profil strahlte eine gewisse Würde und Strenge aus. Seine gerade Haltung zeigte einen unnahbaren Stolz. Es war eine ehrfurchtsvolle Erscheinung. Und die Kinder spürten deutlich den Respekt, den jener wie selbstverständlich für sich beanspruchte. Dann sprach er: Ich bin jener, den die Schweriner seit Jahrhunderten für das Petermännchen halten. Im Grunde genommen bin ich im Laufe der Zeit schon dieses sogenannte Petermännchen geworden. Und manchmal weiß ich selbst nicht mehr so genau, wer ich eigentlich bin. Oder besser gesagt, wer ich eigentlich war. Er sah zu den beiden hinüber und lächelte. Nora lächelte zurück und fasste Mut. Aber du siehst doch eigentlich ganz anders aus. Und wie sehe ich deiner Meinung nach aus? Das Männchen lächelte. Du meinst, ich trage sonst einen Hut mit einer langen, abenteuerlichen Feder daran. Um den Hals eine Mühlsteinkrause, ein enges Wams mit Schlaufen am Gürtel. Dazu weite Hosen, prächtige Stulpenstiefel. Einen glänzenden Brustharnisch mit einem Schlüsselbund am Gürtel und eine Laterne in der Hand. Ach ja, Quitzisig nicht zu vergessen. Diese lächerlichen Stelzen, auf denen ich durch das Schloss laufen soll, um endlich so groß zu sein, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ich bin also nicht nur klein. Ich bin dazu auch ein noch mit psychischen Problemen behafteter Zwerg, der mit seinem Ego nicht zurechtkommt und das schon seit Jahrhunderten. Die Couch, auf der ich meine Probleme ausbreiten müsste, könnte nicht stabil genug sein, um alle die mir angedichteten Paranoia zu ertragen. Was ist daran so lächerlich? So viel wie wir erfahren haben, scheint ganz Schwerin dich so zu kennen. Das muss doch einen Grund haben. Tja, eine Zeit lang trug ich auch diese Aufmachung. Ich glich sie den Wünschen und Vorstellungen der Schweriner an, die sich ein Petermännchen ebenso vorstellten. Und außerdem waren die Sachen zeitgemäß und bequem. Das Männchen lächelte traurig. Die Zeiten der Zünfte und der Fürsten sind vorbei. Damals konnte ich unerkannt zu einem Schneider gehen und ihn dazu zwingen, mir das zu fertigen, was ich benötigte, um meiner Aufgabe als Geist dieses Schlosses gerecht zu werden. Zu jeder Zeit. Außerdem glaubte damals in der Tat noch jeder an mich. Wenn ich heute in einem schwarzen Anzug mit Krawatte und Nadel versehen am helllichten Tage dieses Schloss, das heutige Regierungsgebäude eines ganzen Volkes, durchqueren würde, wäre das Erste, was ich zu hören bekäme, die Frage nach einem Mandat und dann den Ruf nach einem Ordnungshüter. Und überhaupt ist meine Zahlungsmöglichkeit äußerst begrenzt, oder könnt ihr euch vorstellen, wie ich mit ein paar schweren Golddukaten in eurem Einkaufszentrum, das auch noch Schweriner Schlosspark heißt, gehen würde, um dort einen neuen Aufzug für mich zu schaffen? Es gibt auch noch einige andere Gründe, in die heutige Zeit nicht mehr einzugreifen. Das Männchen lächelte wieder und betrachtete freundlich seine kleinen Gäste. Alle drei waren in ungefähr gleich groß. Aber ihr, was habt ihr gesucht, als ihr das Petermännchen suchtet?
Unser Vater erzählte uns eine Geschichte aus längst vergangenen Tagen, in dem ein kleiner Mann, ein Fürst, verdammt wurde, nicht lebend und nicht sterbend auf ewig in diesem Schloss zu wohnen. Er soll ein Verbrechen begangen haben und muss es seitdem büßen. Ihm sind Aufgaben gestellt worden, die es zu erfüllen gilt. Das Männchen schwieg und starrte mit zerfurchter Stirn in den nächtlichen Himmel. Dann legte es seinen Kopf in eines seiner Hände. Trotz seiner geringen Körpergröße war es ein stattlicher Mann, mit breiten Schultern und mit jenem stolzen Zug in seinem Gesicht versehen, der ihnen vorher schon aufgefallen war. Und leise sprach es, als redete es mehr für sich als zu den Kindern. Doch büßen und sühnen heißt, ein Ende der Schuld zu sehen. Ansonst gäbe es keine Buße und keine Sühne, und damit gäbe es auch kein Ende. Wie meinst du das? Der Mann sah nach oben und antwortete nicht. Dann wies er mit seiner alten Hand auf den Sternenhimmel und sprach, ohne die Kinder anzusehen. Dort oben steht meine Vergangenheit, unbeirrbar und zeitlos. Die Kinder starrten hinauf in den klaren Sternenhimmel und sahen deutlich das Sternbild des großen Wagen. Was ihr unter dem großen Wagen versteht, war einst in meinem Volk bekannt als das heilige weiße Pferd des Svantevit von Arkona. Den heutigen Mars kannten wir als Prove, den wagrischen Kriegsgott. Das Sternbild des Schwanes war unsere schöne polabische Göttin Siva. Und Jupiter, der mächtigste Stern des Abendlandes, hieß Goderak, nach dem Stammesgott der Kessiner. Es waren mächtige Könige und Götter, die einst unser Leben lenkten und beherrschten. Sie alle schützten uns und wir verehrten sie. Doch all diese Götter scheuten den einen Ort, an dem der mächtigste von ihnen seinen Tempel hatte. Sie fürchteten ihn und verschwanden hinter dem Horizont, wenn er erschien. Und zwar dort, wo er seinen Zufluchtsort besaß. Dort, wo die Burg Suarin seine Diener beschützte. Er, der Sonnengott Svarok. Nun starrten die Kinder ihn verblüfft an. Die einzige Burg Schwerin war der Tempel des Sonnengottes der Obotriten, Svarok. Ich war sein Diener und wurde sein Feind. Was hast du getan? Der alte Mann wirkte plötzlich sehr angespannt. Sein Kopf neigte sich nach unten und er sah auf das Ufer der kleinen Insel, an der kleine plätschernde Wellen in silbriger Farbe das Ufer berührten. Er bewegte sich nicht und dennoch sahen die Kinder das Zittern, das über den mächtigen Leib des ansonsten so kleinen Mannes lief. Dann hörten sie die folgenden Worte. Ich habe meine Vergangenheit gleich zweimal verraten. Ich habe meinen Vater in den Tod getrieben und ich habe mich gegen meinen Gott gewandt. Ich habe schlimmere Dinge getan, als ich ein einziges Leben ertragen könnte. Ich bin dazu verdammt zu sühnen. Der kleine Mann schaute Leonard nun ins Gesicht und zum ersten Mal sah dieser die Augen des Mannes und er erschrak. Sie waren dunkel und blitzten sogar unter dem Schein des Mondes. Wie eine Katze, dachte Leonard, und die Furcht kroch wieder in ihm hoch. Auch seine Schwester bekam Angst und schmiegte sich an den Arm des Bruders. Eine Zeit lang sahen sich die drei aufmerksam an und wieder spürten die Kinder diese Energie, die aus den Augen des Mannes kommend sie umfing. Genau wie in der Grotte, dachten sie, und die Nackenhaare stellten sich wieder in die Höhe. Doch dann lächelte der kleine Mann und die Spannung zerfiel wie ein Eisklumpen, der einem zu hohen Druck ausgesetzt war. Die Kinder atmeten leicht auf und lehnten sich erschöpft zurück. Plötzlich spürten sie die späte Zeit und die Müdigkeit kroch in ihre Glieder. Der Mond wurde dunkler und die Sterne begannen zu verblassen. Sie sahen auf den See, dessen Konturen durch einen aufziehenden Nebel zu verblassen begann, und wendeten sich wieder um. Dann erschraken sie. Der Platz neben ihnen war leer. Und während der Nebeldichter seine undurchsichtige Mauer um die Liebesinsel zog, hörten sie irgendwo hinter sich wieder die Stimme des kleinen Mannes. Wollt ihr in der Tat mehr erfahren, so kommt wieder. Ich werde da sein. Wann sollen wir wiederkommen? Wann?
Doch nichts rührte sich mehr. Die Stille wich langsam den Geräuschen des erwachenden Morgen und der Nebel der erstarkenden Kraft der Sonne. Nora nahm Leonard an die Hand und ging mit ihm von der Liebesinsel herunter und durch den Schlosspark hindurch nach Hause. Zu viele Fragen spukten durch ihre Köpfe. Zu viele Antworten, die fehlten, ragten um sie herum auf, wie der weiße Nebelschleier, der ihnen vor kurzem die Sicht genommen hatte. Noch konnten sie nicht reden, aber sie würden wiederkommen. Das wussten sie.